Hi, herzlich willkommen bei Physio Insight. Schön, dass du da bist. Seit 2016 dürfen in Deutschland keine arthroskopisch durchgeführten Knorpelklettungen mehr über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden. Das liegt daran, weil viele Studien gezeigt haben, dass eine Knorpelklettung arthroskopisch durchgeführt, wenn man Arthrose hat, nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen führt als Physiotherapie, aber viel mehr Nebenwirkungen hat. Deswegen gibt es eine starke Empfehlung gegen eine arthroskopisch durchgeführte Knorpelklettung. Interessanterweise gibt es auch eine starke Empfehlung gegen jegliche Form von Kniearthroskopie bei altersbedingten Veränderungen im Knie, unabhängig davon, ob Arthrose vorhanden ist oder nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, auch wenn du einen Meniskusriss hast, der altersbedingt aufgetreten ist, egal ob du Arthrose hast oder nicht, wird von einer Kniearthroskopie abgeraten. Es gibt altersbedingte Meniskusrisse und es gibt traumatische Meniskusrisse. Altersbedingte Meniskusrisse finden in der Regel ab einem Alter von ungefähr 40 Jahren statt und dazu muss nicht unbedingt Arthrose vorhanden sein. Traumatische Meniskusrisse hingegen sind, wie der Name schon sagt, aufgrund von einem Trauma entstanden. Das kann ein Sportunfall sein oder aber auch ein Arbeitsunfall. Hast du also Knieschmerzen und man hat beim MRT herausgefunden, dass du einen Meniskusriss hast, aber du hast keinen so besonderen Auslöser wie eben einen Sportunfall oder einen Arbeitsunfall und du bist älter als 40, dann wirst du wahrscheinlich eher einen altersbedingten Meniskusriss haben als einen traumatischen. Und das ist jetzt interessant, denn die Abrechnung von Kniearthroskopien ist noch möglich, wenn das Hauptproblem nicht die Arthrose ist, sondern irgendeine andere Erkrankung im Knie, zum Beispiel ein Meniskusriss. Dadurch kommt natürlich die Frage auf, ja, ist dann die Operation denn sinnvoll, wenn ein Meniskusriss vorliegt? Und auch da sagt die Wissenschaft ganz klar, nein. Denn auch bei altersbedingten Meniskusrissen ist die Operation, eine Kniearthroskopie, nicht besser als Physiotherapie und wiederum hat Physiotherapie viel weniger Nebenwirkungen. Das heißt, aufgrund von den Nebenwirkungen ist auf jeden Fall ein nicht operatives Management vorzuziehen. Das bedeutet aber nicht, dass Kniearthroskopien komplett sinnlos sind. Nein, falls ein nicht operatives Management nicht funktioniert hat für dich, kann man immer noch eine Kniearthroskopie in Betracht ziehen. Wichtig für den Erfolg von deiner Therapie, einem nicht operativen Management, ist, dass eben die Behandlung auch sinnvoll strukturiert aufgebaut ist, dass dein aktueller Leistungsstand erfasst wird und dann progressiv gesteigert wird. Am besten machst du das mit dem Therapeuten, der Therapeutin deiner Wahl. Wenn du niemanden hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden und wir erarbeiten gemeinsam deine Reha, damit du wieder schnellstmöglich schmerzfrei bist. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal bei Physio Insight. Ciao.